Aufnahme. Läuft. Handy aus? Handy ist ausnahmsweise schon ausgeschaltet. Ja, ich war nicht so. Nein, es war tatsächlich schon aus. Verdammt. Running Gag völlig vermehrt. Schlimm. Tee oder Kaffee? Heute mal ein alkoholisches Kaltgetränk. Ein Grevensteiner C.A. Veltins. Naturtrübes Urradler. Fruchtig, natürlicher Geschmack. Das gibt's auch als Radler, okay. Ja, ich bin wieder bei meinem Hipster-Tee gelandet. Dem Schoko, wie war das? Schoko-Orange? Schoko-Orange-Chai, genau. Also Schoko-Orangen-Tee, weil Chai ist ja Tee. Ja, aber Chai bezeichnet bei uns ja meistens, weil wir sind ja hier in der Tee-Gegend und nicht in der Chai-Gegend, was ja Osteuropa ist, bezeichnet das ja immer so diesen indischen Gewürztee, wie man den dort üblicherweise hat. Also heißen, hier sind noch jede Menge andere Gewürze mit drin. So, hast du einen Flaschenöffner? Ich habe hier einen Flaschenöffner, wie man hört, und ich habe auch schon mein Bier damit geöffnet. Sehr schön. 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. Countdown Podcast Folge 69. Ich begrüße wieder den Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher. Ja, ich muss das jetzt einmal mal sagen, ich finde es einfach schön, wie unser Intro einfach jedes Mal richtig fetzt. Und ich finde ja, das Intro kann wirklich nur genossen werden bei voller Lautstärke. Ja, ich habe auch mal diesmal die Kopfhörer etwas lauter gemacht, weil ich festgestellt habe, dass dein Mikro so wenig rauscht, dass, wenn du nichts sagst, es so klingt, als wäre die Verbindung abgebrochen. Ja, das sogenannte Komfortrauschen. Ja, das fehlt. Profis das nennen. Ja, das fehlt total. Und also es ist wirklich so, also man braucht eigentlich ein Rauschen in der Leitung, damit man weiß, dass der andere da ist. Ja, das ist die auditive Winkelkatze. Ja, genau. Ja, willkommen bei dieser neuen Sendung. Auch wie bei allen anderen Sendungen bedanken wir uns zuerst bei den Leuten, die uns monetäre Zuwendungen zukommen lassen. Und ich glaube, diesmal bist du dran, damit die Patreon-Unterstützerinnen und Unterstützer vorzulesen. Wir bedanken uns bei dem Johannes, dem Jochen, dem Ronald, den Thomas, den Hori, Falco, Pagelbudding, Markus, Fabian, Sandra, Giuliano, der Hans, Bibone, Mpingo, Rominger, Raviro, 19 Grad, Torben, Martin und Sebastian. Genau, herzlichen Dank. Wir danken auch allen Liberapay-Unterstützerinnen und Unterstützern anonymerweise. Da sind wir auch auf einem guten Level. Ich glaube, ich habe auch letzter Zeit was über PayPal bekommen, aber wurde nicht dazu genannt, ob ich den Namen nennen soll oder nicht. Deswegen lasse ich es einfach mal. Aber trotzdem herzlichen Dank dafür. Wie immer die freundliche Erinnerung, dass wir über den normalen Monatsbetrag, den wir einfach an laufenden Kosten haben, Geld sammeln für unsere Reise zum International Astronautical Congress, wo wir immer noch ein bisschen Geld für brauchen, beziehungsweise ja, einfach unser Reisebudget voll machen wollen. Ich habe auch nochmal eine freundliche E-Mail von Uberspace bekommen, die nochmal erklärt haben, also man kann ja bei Uberspace, also da, wo wir unsere Podcast hosten, kann man ja ab 1 Euro im Monat hosten, aber das ist dann halt so ein Solidarbeitrag und was nicht kostendeckend ist ab kostendeckend wird sonst ab 5 Euro und ab 10 Euro ist das dann ein fairer Betrag. Also je nachdem, wie viel er spendet, so umso mehr können wir auch an unsere Unterstützernetzwerk weiterleiten. Genau. Also wenn ihr 1 Euro übrig habt, dann spendet doch den gerne an uns, denn wir machen damit interessante Sachen. Also es ist ja nicht nur IRC, der ansteht, sondern wir fahren ja auch zur New Space Konferenz nach Berlin Ende April, ist ja nicht mehr lange hin. Beziehungsweise du fährst, ich laufe oder so. Genau, also wenn ihr Frank ein bisschen Fersengeld geben wollt,
dann könnte das tun. Genau, ich fahre etwas weiter an. Ich finde das einfach schön, dass wir jetzt schon eine Art kleine Reisekasse haben. Ich habe mir das Ticket jetzt auch quasi selber ausgezahlt. Also ich hatte das Reiseticket schon vor etwas länger gekauft für Ende April, aber mir sozusagen den Betrag selber von unserem Podcast-Konto erstattet. Das ist gut, dass wir das einfach machen können. Und es ist einfach schön, dass der Podcast so gut ankommt, dass da so viel Geld abfällt, dass wir da einfach mit Sachen machen könnten, die wir sonst hätten nicht machen können, weil einfach das Geld nicht so locker sitzt. Und das ist einfach schön. Und umso mehr ihr uns da gebt, umso mehr können wir machen. Ich habe mir jetzt auch ein neues Mikro gekauft, jetzt nicht von Podcast-Geld, sondern von meinem privaten Geld. Ein kleines Mikro für mein Lightning-Port, für mein iPhone. Das haben wir auch schon getestet, wir gemeinsam, Frank und ich, ja. Im Naturkundemuseum in Berlin. Wenn ihr das hören wollt, wie wir durchs Naturkundemuseum in Berlin laufen, dann könnt ihr das auf meinem privaten Podcast Coffee and Contemplation tun. Ich werde die entsprechende Folge verlinken. Es ist Folge 2. Und genau, das habe ich mir jetzt von meinem privaten Geld gekauft, aber ich würde gerne noch größere und bessere Mikros kaufen, wo wir dann ein kleines Interview-Setup aufbauen können, was auch mobil zu betätigen ist, also zum Beispiel ein H6 mit diversen Headsets, sodass wir auch Leute interviewen können in einer angenehmen Atmosphäre. Das sind einfach alles Sachen, die viel Geld ja. kosten und wir jetzt nicht direkt selber bezahlen können, weil wir nicht in die Privatwirtschaft gegangen sind. Ja. Deswegen, ja. Also wir hatten irgendwann tatsächlich schon mal die Anfrage gehabt, ob wir hier Werbung machen wollen. Ja, stimmt. Da haben wir dann herzlich dankend Nein gesagt, beziehungsweise haben wir überhaupt irgendwas? Ich weiß nicht, du hattest die Mail bekommen. Genau, also ich habe meine erste Werbeanfrage bekommen, die auch echt war, also nicht so was Schädiges, sondern was man auch bei anderen Podcasts auch schon mittlerweile hört an Werbetreibenden. Die waren dann doch durchaus zugetan, dass sie bei uns Werbung schalten wollen. Das habe ich dann aber abgelehnt, weil ich der Meinung bin, dass einfach unserem Konzept zuwiderläuft, dass uns hier die Hörerinnen und Hörer unterstützen. Und wir auch der Meinung sind, dass dieser Podcast auf jeden Fall werbefrei bleiben sollte und auch kostenlos für alle hörbar. Also wir hatten ja mal eine Zeit lang das mit Patreon, dass da so Sonderfeeds am Laufen waren. Das habe ich jetzt wieder eingestellt, weil ich der Meinung bin, dass niemand quasi davon abgehalten werden soll, diesen Podcast in irgendeiner Form zu hören, nur weil er das Geld nicht dazu hat oder nicht übrig hat, weil es für andere wichtige Dinge drauf geht. Und deswegen sind alle Produktionen des Countdown Podcast immer kostenfrei hörbar in allen Formen. Und wenn ihr uns was geben wollt, dann ist es einfach aus Dankbarkeit. Ja, Sponsorenverträge von Orbital ATK oder so werden wir nicht annehmen. genau, das auch nicht. Und einfach auch, um uns die Unabhängigkeit zu garantieren, in egal welcher Form, kann halt sicher sein, dass wir kein Geld von jemandem bekommen, der da andere Interessen hat, außer diesen Podcast zu unterstützen, wie ihr das tut. So, gut, zurück zur Raumfahrt. Genau, zurück zum Thema. Ein Raumfahrt-Podcast und kein Podcast-Podcast. Genau, der Podcast-Podcast, den machen schon andere. Kommen wir zum Feedback zur letzten Folge und da gab's einiges. Zum einen ist mir persönlich ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich hatte ja letzte Folge über das Paper von Elon Musk geredet und hatte gedacht, das wäre irgendwas Neues, aber das war tatsächlich nur die Zusammenfassung seines IRC-Vortrags von 2017. Den wir schon damals besprochen deswegen hatten. Deswegen kam mir das auch irgendwie so bekannt vor. Genau. Und ich hatte das irgendwie nicht geschnallt und da hat uns der Sensei freundlicherweise darauf hingewiesen, dass das eigentlich nur dass es ein alter Käse ist, den wir da erzählen. Hat aber noch einmal erwähnt, dass es natürlich Neuerungen gibt, über die wir noch nicht geredet haben, die Elon Musk auf der South by Southwest erzählt hat, nämlich dass ein BFR-Start nur zwischen 5 bis 6 Millionen $ kosten soll. Kam mir so vor, als hätte der es schon früher gesagt. Irgendwie, der hatte doch schon bei dem also anderen Vortrag gesagt. Also er hat es dort bestätigt nochmal. Ja, weil der hatte ja da schon gesagt, irgendwie kostet so viel wie ein Falcon 1 Start und die Preise waren ja bekannt. Ja. Es wird schon am ersten BFS, also Big Falcon Ship, gebaut. Da reden wir heute nochmal drüber, über das Thema. Und erste Testflüge sollen im ersten Halbjahr 2019 kommen und erste orbitale Flüge ab 2020. Natürlich, wie man SpaceX halt kennt, wahrscheinlich eher später. Elon Musk Timeline. Ja.
Aber ich meine, das ist die, dieses Problem hat er kurz, nicht alleine. Die EMST, Elon Musk Standard Time. Genau. Genau. Und ja, also herzlichen Dank für diesen ausführlichen Kommentar, lieber Sensei. Brotstulle möchte einen Wettpool aufmachen, was zuerst fertig wird, BER oder James Webb Space Telescope. Ich bin ja der Meinung, dass es das, dass es der BER werden wird. Du auch? Ja, oder war ich da mal? Ich habe auch so das Gefühl, erst der BER, dann das James Webb Teleskop. Genau. Ja, wir können ja mal wie bei Parabolic Arc so eine kleine Umfrage auf die Webseite bauen, die wir dann einfach laufen lassen, bis es aufgelöst wird. Also, was mir gerade einfällt, ist einer von den Hörern oder mehr als einer von den Hörern oder Hörerinnen du hast vollkommen recht, auf der ILA, ich weiß, der Lutz wird da sein, mit dem werde ich da über die ILA stolzieren am 25. April. Wenn noch irgendwelche Leute dort vorbeischauen wollen in Berlin, sag einfach mal Bescheid. Irgendwie kann man sich da mit Sicherheit treffen. Ich werde die ersten beiden Tage da sein. Genau, ich werde vielleicht am Besuchertag, also entweder Samstag oder Sonntag da sein. Das kann ich noch nicht so genau sagen. Also wenn man sich auf der ILA mit mir treffen möchte, wenn dieser unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass man den Dumm von uns beiden sehen möchte, dann, kann das nur sehr spontan passieren, wenn überhaupt. Ich weiß noch nicht. Aber ich plane auf jeden Fall, auf einem der Besuchertage da zu sein. Ja, weiß nicht, ob ich dann auch da sein werde oder nicht. Ich muss mal gucken, wie es bei mir vom Arbeitsaufkommen her aussieht. Das große Geheimnis ist ja, dass wir uns ja nicht ausstehen können und nie gemeinsam in einem Raum sind. Wie bei den Mythbusters. Wir haben noch nie gemeinsam Abendessen gegessen. Ja, das hat mich tatsächlich überrascht, wer das nicht weiß. Die beiden Macher von den Mythbustern, Adam Savage und Jamie Heineman, die sind im wahren Leben gar nicht so wirklich befreundet oder mögen sich noch nicht mehr so wirklich. Und die haben in ihrer ganzen Zeit, wo sie Mythbusters gemacht haben, noch nicht mal irgendwie gemeinsam Mittag gegessen oder sowas gemacht. Also die sind nicht befreundet, was man halt denken könnte, wenn die als Frontmänner einer sehr beliebten Fernsehsendung jahrelang das machen. Aber es geht auch so. Nee, die haben halt gesagt, es ist eine rein professionelle Beziehung und im Prinzip bringen wir uns beide gegenseitig auf die Palme, weil sie auch total unterschiedliche Charaktere sind, total unterschiedliche Arbeitsweise haben, aber es funktioniert halt und deswegen haben sie dann gesagt, naja gut, dann müssen wir es halt miteinander aushalten, weil wenn wir mit jemandem arbeiten, der uns lieber wäre, dann wird die Sendung nichts. Ja, und, genau. Und also Jamie Heineman ist jetzt auch aus dem öffentlichen Leben wieder verschwunden. Der arbeitet jetzt mehr wieder hinter den Kulissen, während Adam Savage ja bei Tested bei der YouTube-Seite weiter zu sehen ist. Naja, aber es, genau. Wir haben noch weitere Kommentare bekommen. Genau, ich glaube nochmal von Sensei, der hat sich nochmal geäußert zu SpaceX. Moment, ganz kurz noch. Nur um das klarzustellen, wir haben schon gemeinsam gegessen. Ja, das stimmt, es gibt auch, also wenn ihr die Podcast-Folge von Coffee and Contemplation hört, so für den Podcast mit C, dann merkt ihr das auch, dass wir gemeinsam essen. Also nicht, dass da Missverständnisse entstehen. Ja, genau. Übrigens sehr lecker bei einem syrischen Restaurant. Ja, Yarok. Küche aus Damaskus. Sehr, sehr lecker. Ja, tatsächlich, ich habe dann mit Becky nochmal drüber geredet und die meinte, die kennt das auch. Die ist da auch öfters zu essen gewesen, also die kannte das schon vorher. Okay, und also ich habe es bloß deswegen entdeckt, weil ich halt hingelaufen und da war das plötzlich und es war voll und da habe ich mir gedacht, da schmeckt es bestimmt ganz lecker. Mhm. Hat auch gestimmt. Ja. Genau, also Sensei hatte dann kommentiert noch weitergehend, dass SpaceX ein größeres Grundstück im Hafen von Los Angeles gekauft hat, wo sie dann drin später die Big Falcon Rocket mit dem Big Falcon Ship vereinigen wollen.
Jo. Und das neue Gebäude hat und vor allen Dingen das irgendwie von A nach B bringen wollen, weil auf den US-Straßen kannst du ja nichts Größeres als eine Falcon 9 transportieren. Genau. Das Gebäude hat einen Grundriss von 203.000 Square Miles. Das sind wie viel Quadratkilometer? Warte mal, 203.000 nee, das kann nicht Square, sagen. Square Foot. Square Foot. Musst du ungefähr hinten eine Null wegnehmen und dann haut's hin. Square. Also zwei Foot. Ja. Sind ungefähr 18.859 genau. Quadratmeter. 18 Hektar. Jetzt kommt Ein Hektar sind 10.000, also 2 Hektar, knapp 2 Hektar. Genau. So, und 105 Feet, also 32 Meter hoch. Ja, ist ein großes Ding. Und die planen, die Barken quasi davor zu parken. Also im Grunde baut sich SpaceX ein sehr großes Bootshaus. Ja. Und ja. Es sollen ungefähr 750 neue Arbeitsplätze oder Leute dort arbeiten. Auf jeden Fall sehr spannend. Jo, Demolition and New Construction expected to take 16 to 18 months. Also, soll 20 heißen, zu 24 Monate in SpaceX-Zeit. Erstens das. Zweitens, es gibt Bilder davon. Das ist ein ziemlich runtergerockter Ort, also ziemlich runtergekommen. Ja, wie es halt so ist, war lange nicht mehr in Benutzung und kommt jetzt wieder. So, ungefähr einen Monat, ja, es gibt dann halt irgendwie zutage gekommen ist das, weil die für alles, was sie machen, halt erstmal bei der Umweltbehörde eine Genehmigung brauchen und dann muss entsprechend irgendwie reingeschrieben werden, was die da tun und lassen wollen und entsprechend hört man dann davon. Genau. Dann hatte noch Sensei eine Meinung zum James-Webb-Teleskop und er meinte, dass das Falten des Sonnensegels vielleicht nicht das Hauptproblem an dem ganzen Projekt ist, sondern dass es halt wie bei vielen NASA-Großprojekten so ist, technische Glitches und deren Reparatur werden nicht einbedacht, also die planen halt so, dass alles reibungslos verläuft und wenn dann irgendwie ein Problem auftritt, springt das sofort den Kostenrahmen. Und so eine Budgetvoraussage verbessert sich halt immer, umso weiter man das Projekt vorantreibt und deswegen verändert sich so ein Budget auch meistens nach oben hin. Und dann hat Florian noch kommentiert, dass er glaubt, dass das James Webb Teleskop einfach zu günstig kalkuliert gewesen sei, um es dem Kongress halt besser verkaufen zu können. Und dass das auch natürlich, also wenn es dann mal gebaut ist, auch Grundlagenforschung ist, weil Frank, du meintest ja, man hätte einfach eine größere Fairing nehmen sollen und nicht einfach das klappen sollen oder wie es jetzt geplant ist und dann meinte er halt, das ist ja Grundlagenforschung, weil dann kann man ja noch größere Weltraumteleskope in noch größere Fairings machen, die man dann auch klappt, also dass man dann quasi immer noch größer werden kann, auch wenn die Fairings nicht größer werden. Ja, das sehe ich ein, aber der Punkt ist halt, in der Zwischenzeit hast du halt kein Teleskop da oben. Das ist das große Problem, das ich da sehe. Wann wird das Hubble eingestellt? Sobald es kaputt geht. Und wann geht's kaputt? Das weiß niemand. Und warum weiß dann das niemand? Naja, weil das, die haben da irgendwie 4 Gyroskope drin und toi toi toi, noch laufen sie. Sobald davon irgendwie mehr als 2 kaputt sind, dann war's das. Naja, dann können sie halt nur noch die Stellen beobachten, wo das Hubble gerade zufällig hinschaut. Nee, weil du brauchst die zur Stabilisierung. Irgendwann fängt das an, sich von alleine zu bewegen und so. Also, ja, das, irgendwie war es das dann halt einfach. Ja, also kannst du ja vielleicht reparieren nochmal. Womit? Mit Reparatur. Teil. Ja, muss halt jemand hinfliegen, ne? Naja, wenn es jetzt nicht direkt morgen kaputt geht, vielleicht hat man bis dahin einen Dragonfrachter oder einen CST-100 oder sowas. Ja. Vielleicht können sie es auch günstig verkaufen. Und die referieren es dann. Ja, irgendwie einfach bloß ein neues Teleskop zu konstruieren, wäre halt besser gewesen. Das ja, einfach bloß angemessen, der einfach angemessener ist. Ja. Ich meine, gut, W First kommt ja irgendwann vielleicht nicht mehr. Ich glaube, das wurde jetzt gestrichen aus dem Budget oder so. Das ist irgendwie tot.
Das ist irgendwie tot, ne? Ja. Was halt irgendwie. Also die Frage ist, wie tot es ist, aber es ist. Ja, es kam halt irgendwie zustande, weil irgendwie die Air Force oder so jemand meinte, ja, wir haben hier noch zwei Spiegel von Spionagesatelliten, mach doch was draus. Und dann gab es diverse Vorschläge und die wurden halt auch immer größer und immer komplexer und irgendwann halt auch dabei natürlich immer teurer und irgendwann hieß es dann halt, ja, ist zu viel. Das ist halt, Leute, überlegt euch einfach mal, was ihr tut. Irgendwie, ja, ich meine, man kann doch nicht so ein Projekt dann ewig immer noch komplexer machen und am Ende fliegt es nicht. So ein bisschen Kosten nutzen, immer mal hinkriegen und überlegen, ja, weil umso weniger komplex es ist, umso eher kann man dann auch einen Terminplan einhalten, einen Budgetrahmen einhalten. Und dann kann man irgendwann halt auch sagen, ja Leute, hier seht ihr, wir planen was, wir sagen was und dann kommt das, wenn wir sagen und das kostet dann auch nur so viel, wie wir sagen. Und dann haben auch die Leute sehr viel weniger Probleme damit zu sagen, oh, ihr wollt ein neues Projekt anfangen, macht doch mal. Ja. Würde ich mal sehr stark annehmen. Ja, würde ich auch so sehen. Aber gehen wir mal jetzt in die richtigen Themen rein. Wir sabbeln ja schon wieder eine halbe Stunde, ohne dass wir ein Thema besprochen haben. Kommen wir dann zu einem Raumfahrtunternehmen, über das wir schon länger nicht mehr gesprochen haben. Oder jedenfalls ist mir das nicht bewusst gewesen. Aber Virgin Galactic testet wieder. Ja, also getestet haben sie ja schon länger. Aber sie testen jetzt wieder mit Raketentriebwerk. Die bauen ja das Spaceship 2 seit geraumer Zeit. Ich glaube, die Firma existiert seit 2004. Und seit 14 Jahren sagen die, hey, im Jahr 2007 wird es für einen geringen sechsstelligen Betrag die Möglichkeit geben, ins Weltall zu fliegen. Jetzt ist 11 Jahre später, 2018, und man ist immer noch nicht so weit. Und man testet immer noch, jetzt wieder halt mit Raketentriebwerk. Geflogen sind sie mit Geschwindigkeiten von Mach 1,7 auf eine Höhe von, ich glaube, 25 Kilometer oder sowas. Halt einfach bloß ein erster Test, war noch nicht mit der vollen Brenndauer. Aber sind offensichtlich noch mit dabei. Ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, dass dieses Projekt noch in irgendeiner Weise rentabel sein kann. Da geht es wahrscheinlich bloß noch irgendwie ums Ego. Und das ist groß bei Branson. Ja, es ist vor allen Dingen groß genug, dass er es nicht einstellt und obwohl es halt jetzt schon echt böse Unfälle gab. Wie gesagt, der letzte Testflug mit Raketentriebwerk endete tödlich für den Piloten. Nee. Für einen der Piloten. Für den Wer war es jetzt? Der Co-Pilot. Der Pilot hat überlebt, der Co-Pilot nicht. So war es. Und natürlich der Unfall von 2007, glaube ich, als drei Techniker gestorben sind und diverse andere in Krankenhäuser eingeliefert wurden, die schwer und sehr schwer verletzt waren, weil dort ein Treibstofftank explodiert ist mit dem Oxidator, mit Lachgas. Aber Lachgas ist halt nicht wirklich stabil. Aber das war den Leuten dort einfach nicht bewusst. Also direkt am Tag danach oder so gab es dann ein Interview mit einer Zeitung und da hieß es halt, wir hatten keine Ahnung, dass das irgendwie gefährlich ist. Und ja, dabei ist es halt wirklich so, bei der Herstellung von Lachgas muss man wirklich extrem darauf achten, dass sämtlichste Leitungen da drin sehr, sehr sauber sind, weil Lachgas hat die unangenehme Eigenschaft, wenn es sehr heiß wird, dass es sich von allein zersetzt und dabei energiefrei wird. Und dann, wenn dann noch mehr Lachgas da ist, dieses Lachgas auch noch mit aufgeheizt wird, weil es wurde ja energiefrei. Und dann wird noch mehr Energie frei und dann wird noch mehr Energie frei. Und diese Reaktion kann sich dann entlang von so einer Treibstoffleitung oder ähnlichem halt fortsetzen und zwar so weit fortsetzen, bis die in den Tank kommt und dann in dem Tank noch weitergehen. Und da ist dann jede Menge Lachgas, bei dem das so weitergehen kann und dann irgendwann explodiert das Ding. Und genau, das ist da passiert. Und die hatten halt davon keine Ahnung und seitdem
wird da halt bei Virgin Galactic, ich glaube, die hießen damals noch gar nicht so, müsste nachgucken, jedenfalls doch sehr drauf geguckt, also von außen sehr drauf geguckt, weil die Sicherheitsvorkehrungen dort halt doch sehr bescheiden sind. War ja so ähnlich auch bei dem Flugzeugunfall halt 2014, wo dann halt festgestellt wurde, ja, ihr habt zwar gesagt, dass einzelne Teile, also dass irgendwie ein Defekt an einzelnen Teilen nicht dazu führt, dass das Flugzeug abstürzt. Also ich nenne es Raketenflugzeug. Wer den Artikel, den ich geschrieben habe, dazu durchliest, wird auch sehen, dass ich Raketenflugzeug da überall hingeschrieben habe, weil so richtig Raumschiff, naja. Ja, es kann halt nicht durch einen einzelnen Fehler so leicht abstürzen, aber es kann durch eine einzelne Fehlbedienung abstürzen. Und die Piloten dort haben wirklich beim Start sehr, bei dem Flug sehr, sehr viel zu tun. Und bei dem Flug hieß es, Leute, steht mal früh um 3 auf, um 7 geht's los. Dann gab es noch Verzögerungen und das Problem ist dann halt einfach, ja, die Leute sind früh um 3 aufgestanden, die sind einfach müde. Dann verzögert sich das Ganze noch ein paar Stunden, dann werden sie noch müder. Und irgendwann, Profi oder nicht, irgendwann machst du halt Fehler. Und das ist dann halt passiert. Und wenn es dann keine Sicherungen gibt, was soll man sagen? Das ist dann halt nicht gut. Ja. Ich habe in dem Artikel einen Fehler gemacht. Ich muss den, glaube ich, noch korrigieren. Weil du gesagt hast, es gibt Düsen. Ja, ich hab gesagt, es gibt dort keine Düsen. Am Spaceship 2. Das stimmt nicht. Da sind Düsen dran. Es ist nur so, dass die, das Spaceship 2 hat ja einen Flügel, der geklappt werden kann, sodass das aerodynamisch so ähnlich wirkt wie ein Federball und sich einfach von alleine stabilisiert. Und das ist der Hauptmechanismus, mit dem die halt den Wiedereintritt machen und sicher sein können, dass das Ding stabil mit einer bestimmten Lage wieder eintritt. Das heißt aber nicht, dass die keine andere Möglichkeit hätten, die Lage zu stabilisieren. Das war einfach falsch von mir. Früher bei der X-15 und Ähnlichem, da gab es halt diesen Klappflügel nicht. Und da hat man halt die gesamte Lageregelung halt für den Wiedereintritt komplett mit Düsen gemacht. Also halt dieses ganz normale RCS, also Reaction Control System, also halt einfach kleine Düsen, die halt ja ein bisschen Schub hier und da geben. Und da hat es mindestens einmal ein Problem gegeben, die Lage wiederherzustellen. Und da wollte man doch wohl was Zuverlässigeres haben für den Wiedereintritt. Ja, ich bin nicht fehlerlos. Und aber der aktuelle Test, wie war der jetzt? Der hat funktioniert. Wie gesagt, irgendwie Mach 1,7. Eigentlich wollen sie Mach 3 erreichen und Höhe, glaube ich, von 15 Kilometern auf 25 Kilometer. Und 100 Kilometer wollen sie erreichen. Mhm. Also ist halt ein Test, ne? Ja. Weil, wie gesagt, erster Testflug, da willst du nicht gleich den vollen Schub geben. Haben die denn jetzt eine Timeline für die weiteren Tests? Nein, das ist, ich glaube, das ist sogar neu, dass sie keine Timeline haben. Die haben aber auch früher schon gesagt, ja, wir fliegen erst, wenn es fertig ist, haben sich aber dann doch ziemlich selbst unter Zeitdruck gesetzt. Mhm. Okay. Gut. Ja, da gab es auch einen sehr ausführlichen Artikel zu dem Unfall, der ist auch irgendwie in meinem Artikel verlinkt. Ein sehr, sehr, sehr ausführlicher von Parabolic Arc, glaube ich. Der das halt, ja. Ja, genau, der ist ja dort ansässig, der hat das ja sehr genau beobachtet. Ja, der lebt ja in Mojave und macht sich dann immer drüber lustig, dass dort absolut nichts los ist. Ja, halt mitten in der Wüste und da ist halt Spaceport America. Spaceport America, wo eigentlich, ja, tote Hose ist. Ja. Schönes Gebäude, aber einfach nichts los. Der hat auch immer wieder Probleme, dass er kurz vor der Schließung steht. Also von wegen irgendwelche Steuervorteile, die dann nicht mehr genehmigt werden und solche Sachen. Ja, in Berlin, der Raketenstartplatz von Berlin, der ist ja damals geschlossen worden, weil sie die Wasserrechnung nicht mehr bezahlen konnten. Ja, kann schnell gehen.
Ja, aber die hatten zumindest eine gute Ausrede, weil es war gerade Weltwirtschaftskrise, 1931. Und da kann sowas schon mal passieren, dass man da die Wasserrechnung nicht bezahlen kann. Ja. Machen wir mal weiter mit Boeing. Boeing sie brauchen sich ein Raumschiff. Boeing baut ja gerade den CST-100 Starliner, ein Raumschiff, womit sie Menschen zur ISS bringen wollen, parallel zu zum Dragon-Frachter von SpaceX, sind Teil des Commercial Crew Programms, beziehungsweise also Commercial, ja, Manned oder Crewed Spaceflight Programms der NASA. Also die wollen ja wieder Weltraumzugang beziehungsweise ISS-Zugang von der USA aus, weil sie bisher immer sich bei den Russen einmieten müssen. Und der erste Testflug von dem CST-100 mit Menschen an Bord soll diesen November stattfinden. Und die NASA hat jetzt ihren Vertrag mit Boeing so dahingehend modifiziert, dass dieser Testflug nicht nur, wie vorher angekündigt, 2 Wochen stattfinden soll, sondern ganze 6 Monate. Und dass eine zusätzliche Person an Bord sein soll. Also bisher war es so, sie fliegen hoch, sind 2 Wochen an der ISS angedockt. An Bord ist ein Testpilot von Boeing und ein NASA-Astronaut. Und nach 2 Wochen fliegen sie halt wieder runter. Und das ist der erste quasi Testflug mit Menschen an Bord. Und der haben die das jetzt wirklich geändert oder reden die nur drüber? Der Vertrag ist dahingehend modifiziert worden. Tatsächlich, okay. Ja. Ich hatte nur gehört, dass sie drüber reden. Ich kann das hier nochmal genau nachlesen. Genau. NASA has agreed to consider. Ja, genau. Dass sie halt drüber reden. Ist die Vertragsänderung dahingehend, dass sie es sich überlegen können? Naja, irgend sowas, ne? Ja, aber sie werden das sich überlegen, aber sie haben den Vertrag schon dahingehend abgeändert, dass das möglich ist. Ah, okay, alles klar. Gut, ich hatte das wahrscheinlich falsch verstanden. Nicht nur wahrscheinlich, ich habe das falsch verstanden, deswegen habe ich darüber auch nichts geschrieben. Genau. Also das Zitat von der NASA, also im offiziellen Statement heißt es, dass sie bei den Details sich noch nicht so ganz klar sind, wie sie davon am besten daraus Vorteil schlagen wollen. Aber ich denke mal, das ist schon eine ziemlich sichere Sache, dass das in irgendeiner Form passieren wird. Da steht auch was zu up to 6 months. Also sie werden das wahrscheinlich einfach über diese 2 Wochen hinaus verlängern. Ob das jetzt volle 6 Monate werden, das weiß man nicht. Sie würden ja diesen Vertrag nicht einfach so updaten, wenn sie das nicht wirklich überlegen. Haben die eigentlich einen unbemannten Testflug? Ja, CST-100? Im August sollen sowohl CST-100 als auch der Dragon Freighter beide unbemannt fliegen zur ISS. Okay. Gut. Ein unbemannter Flug, dann der erste gleich zur ISS. Mit dem Frachter, mit dem Cygnus hat man es so gemacht, dass man sofort zur ISS geflogen ist, glaube ich. Also für SpaceX ist es ja im Grunde Commercial Resupply, aber dass sie halt einen anderen Raumschiff verwenden. Jo. Das ist, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, dass man dann gleich sagt, hey, ja, bleib doch mal ein halbes Jahr hier oben. Ihr habt das Raumschiff noch nie irgendwie längere Zeit erprobt, aber hey, ja. Das ist schon ein halbes Jahr. Also vielleicht machen sie auch nicht wirklich ein halbes Jahr, aber ja, ich fühle mich dabei gerade nicht so ganz wohl. Also die Gründe, die dafür angegeben werden, warum sie das jetzt machen, ist nämlich, dass die NASA Angst hat, einfach den ISS-Zugang zu verlieren, weil die haben jetzt, sie müssen ja bisher immer Sitzplätze in der Soyuz kaufen und die sind richtig teuer und das haben sie jetzt bis 2019, bis Ende 2019 gemacht, aber danach wollen die keine Sitze mehr in der Soyuz kaufen und dieser verlängerte Aufenthalt von CST-100 könnte quasi solche Verschiebungen in der Zertifizierung der Raumschiffe abfedern, sodass sie nicht tatsächlich den Zugang verlieren, sondern da ein bisschen mehr Spielraum haben.
Ja. Weil sie dann gleich einen Langzeittest haben und dann wird wahrscheinlich der Zertifizierungsprozess beschleunigt und dann haben sie wahrscheinlich schneller oder rechtzeitig ein funktionierendes Raumschiff. Bevor ihnen die Sitzplätze in der Soyuz ausgehen. Die haben da auch Zahlen genannt, ich finde das ganz spannend. Die rechnen mit einem Preis pro Sitzplatz bei sowohl CSD 100 als auch bei Dragon für jeweils 558 Millionen US-Dollar. Im Vergleich, Russland will für jeden Soyuz-Sitzplatz 81 Millionen Dollar. Ja, das ist natürlich wild inflationär, die russischen Preise. Ja, die können sie aber richtig teuer verkaufen. Dadurch können die Amerikaner das halt entsprechend billiger machen. Genau. Deswegen sind die auch so scharf darauf, dass sie keine Soyuz-Sitzplätze mehr kaufen wollen, weil dann würden sie halt knapp 23 Millionen US-Dollar jeweils sparen bei jedem Flug, bei jedem Astronauten. Ja, das ist nicht furchtbar viel, aber ich glaube, da geht es hauptsächlich um Nationalstolz und bla, das Übliche halt. Ja, aber ich denke, die NASA kann gerade auch jeden Dollar gebrauchen. Ja, klar, mit Sicherheit. Ja. Vor allen Dingen perspektivisch könnte es ja dann irgendwann doch nochmal billiger werden. Und die Kommentare waren sehr erbost über diese Entscheidung. Es wird von einem sogenannten Boeing Bias gesprochen. Also, dass hier die NASA wieder dem Old Space Unternehmen ein bisschen Geld zuschustert. Die Leute in den Kommentaren waren doch der Meinung, dass sie doch lieber alles Geld SpaceX geben sollten. Ja, das ist genauso schlecht. Was auch interessant ist, SpaceX hat anscheinend für die Entwicklung des Dragon-Frachters, also des Dragon, wie heißt er offiziell? Manned Dragon? Crew Dragon. Nur 60% des Geldes bekommen, was Boeing für den CST-100 zur Entwicklung bekommen hat. Ja, das waren, die haben ja irgendwie so geschrieben, halt letzten Endes einen Antrag geschrieben, wie viel Geld sie brauchen. Und die haben dann gesagt, ich glaube 3,3 Milliarden. Und Boeing hat irgendwie sowas gesagt wie, weiß nicht, 4,6 oder so. Und ja, das war von Anfang an so, ja. Ja. Also die Kommentare waren sehr sauer darüber, aber gut, es sind auch Kommentare im Internet. Ich fand es so spannend, ja, dass da von einem Boeing Bias gesprochen wird. Ich finde die Frage der Sicherheit, gerade bei dem Boeing CST, das finde ich bedenklich, dass man praktisch den ersten Flug mit Menschen an Bord dann gleich auf ein halbes Jahr ausdehnt, ohne dass man zuvor den Testflug mal ein halbes Jahr lang gemacht hat. Ne? Weil der erste Flug soll ja weniger als ein halbes Jahr nach dem ersten Start da sein und die werden mit Sicherheit bloß ein paar Orbits machen mit dem CST-100 und dann wieder zurückkommen, damit sie möglichst schnell die Testdaten für den Wiedereintritt und so weiter bekommen. Ne? Und ohne mal einen Langzeitaufenthalt da oben geprobt zu haben, das Ding da hoch, finde ich irgendwie nicht so prickelnd. No? Ja. Ja, also es geht voran, was menschliche Raumfahrt in den USA angeht. Wir sind ja gespannt, ob das dieses Jahr noch klappt. Also SpaceX sind mal wieder mit ihrem Dezember-Datum sehr knapp an der Jahresgrenze. Also beide sollen ja unbemannt erstmal im August fliegen, aber dann Dragon-Frachter mit Menschen an Bord Ende Dezember. Es wird wahrscheinlich dann wieder Februar wie bei der Falcon Heavy. Ja, wie gesagt, es gibt wenige Missionen, die nach vorne verlegt werden. Bei den Iridiums war es der Fall. Ja. Genau, das war unser Themenblock zu Boeing. Machen wir mal weiter mit NanoRacks. Ja, und kleiner Aufruf an die Hörer, wenn ihr geschlechtsneutrale Begriffe kennt für bemannte Raumfahrt, bitte reicht die mal in die Kommentare ein. Also wir haben menschliche Raumfahrt, aber das ist so ein bisschen... Das ist alles so komisch. Also wir hätten gerne irgendetwas Geschlechtsneutrales. Auf Deutsch. Das auf Deutsch ist und nicht sperrig ist. Also Raumfahrt mit Besatzung oder Raumfahrt mit Menschen ist halt alles sehr, sehr sperrig. Also wenn ihr bessere Vorschläge habt, sagt doch mal. Humane Raumfahrt. Ja, humanistische Raumfahrt. Ja, im Französischen ist es irgendwie sowas mit Habité. Also bewohnt. Bewohnte Raumfahrt. Ja, aber das funktioniert halt im Deutschen nicht.
Es ist halt wirklich schlimm. Also man kämpft sich, also, weil irgendwie bemannt ist halt echt, nee, das ist eigentlich nicht mehr richtig zeitgemäß und irgendwie komisch. Aber so richtig was Gutes, Griffiges, das gut von der Zunge geht, haben wir halt auch noch nicht gefunden. Also wenn ihr was habt, sagt mal Bescheid. Dann kommen wir zu Nanorex. Die wollen Independence 1, ein gar nicht melodramatischer Name, wollen sie bauen. Independence, hey, ich habe den zweiten immer noch nicht gesehen. Ich lohnt sich auch nicht, oder? Nee, zweiten Teil lohnt sich nicht von Independence Day. Ja, gut, der ist Klassiker, den kennt man einfach und ja. Gut, worum geht's? Die NASA hatte irgendeinen Wettbewerb, wie heißt der jetzt schon wieder? Next Step ausgerufen, um Habitate im Weltall, Prototypen für solche Habitate zu erstellen. Moment, hat das? Da war Nanorex auch dabei, aber nein, sorry, ich bin falsch. Nein, das ist ein anderes Projekt. Next Step is a discontinued object-oriented multitasking operating system based on Unix. Nee, hier geht es um diese Deep Space Habitats. Und da hatte sich natürlich Nanorex auch schon beworben mit dem Ixion. Da hatten wir auch mal irgendwann drüber gesprochen. Aber da war ich jetzt falsch. Nein, die haben einen anderen Vorschlag. Die wollen ein Raumstationsmodul, wenn nicht sogar eine ganze Raumstation bauen, mit einer ausgedehnten Oberstufe von Raketen. Und wäre ein echter, so elitär sind wir hier nicht, aber es wird mit Sicherheit unter euch jetzt einige Raumfahrt-Nerds geben, die sofort sagen, hey, davon habe ich schon mal gehört, das wollten die Amis doch schon mal machen. Das haben die doch schon mal gemacht. Nee, nicht wirklich. Weil Space Lab war doch nur eine Saturn V-Oberstufe. Ja, aber die wurde am Boden umgebaut. Aha. Ja, was die machen wollen, ist der ursprüngliche Plan. Weil der ursprüngliche Plan war, Saturn V-Raketen, die jagen wir da hoch. Die Raketenstufe, die bleibt da oben. Die ist dann leer. Die können wir dann einfach mit einem Ventil aufmachen und dann ist die richtig leer, richtig, richtig leer. Leer im Sinne von Vakuum. Genau. Und dann können wir die doch wieder füllen. Und zwar mit Innenleben für Raumstationsmodule. Das war der ursprüngliche Plan, dass man praktisch den Innenausbau dann halt im Weltall macht. So. Ja, das war der ursprüngliche Plan und das haben die jetzt vor. Allerdings nicht mit Astronauten, die den Innenausbau machen, sondern mit einem Roboter, der das macht. Da ist dann auch so ein nettes symbolisches Video dabei. Symbolisch deshalb, weil die sagen, ja, wir wollen eine ausgediente Centaur-Oberstufe dafür benutzen. Und das Video zeigt alles bloß keine Centaur-Oberstufe. Ich schätze, das ist irgendwie so irgendein Konzept von der Exploration Upper Stage von SLS 1 Block 1B oder so. Also die neue dann, also die noch nicht existiert. Weil da sind irgendwie 4 Triebwerke dran und es gibt keine Centaur-Oberstufe mit 4 Triebwerken. Ist auch von der Geometrie her irgendwie merkwürdig. Jedenfalls, das wollen die machen. Und ich glaube, bis 2021 oder so ist zumindest der Vorschlag. Und interessant, dass so alte Konzepte dann irgendwie doch nochmal wiederbelebt werden. Ich meine, steuern dann gerade auf den zweiten Kalten Krieg zu, da können wir auch wieder kalte Kriegsraumfahrt betreiben. Yay! Ja, es gibt auch eine richtig merkwürdig schöne, wie auch immer, Seite namens starposts.space und da könnt ihr euch das Konzept dann mal angucken. Ich finde die Roboter lustig, die sind so zwei segmentige Greifarme, die sich so überall dran docken können und die bauen da gerade irgendwie Paneele ein. Also das Video ist sehr spannend. Ja. Ich sehe das gerade auch zum ersten Mal. Ja, es ist ziemlich cool. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das klappen wird. Aber hey, es gibt sie.
Ja, gut, alles was Spaß macht. Ich meine, Nanorex ist jetzt kein Startup, sondern eine etablierte Firma. Es ist ein Startup. Aber ein Startup, was schon Dinge macht. Genau, das schon Dinge macht. Im Wesentlichen haben die ja angefangen mit sowas wie CubeSats von der ISS ausstarten und diese benannt sind, diese Nanorex, also die für irgendwelche Experimente in der Raumstation zu bauen. Aber die haben halt irgendwann gesagt, ja, wir wollen auch noch mehr. Und das ist halt eins davon. Und Ixion ist das andere. Und ich muss mal irgendwann gucken, was die sonst noch gemacht haben. Also ist halt eine Firma, die halt wirklich Ambitionen hat. Ja? Und Ambitionen sind gut. Und wenn sie das nötige Geld dazu haben, dann kann daraus was werden. Ja. Eine Menge Fantasie. Ja, und eine Menge Fantasie. Und wenn nicht sogar Cola, du. Das ist ein Alter, sorry, der musste. Jetzt bin ich raus. Wieso? Kannst du den Witz noch nicht? Cola du? Ja. Nee. Fantasie, Cola du. Oh, nee. Nee, den kann ich noch nicht. Den kanntest du noch nicht, oh Gott. Ja, der ist richtig alt und richtig schlecht. Ich kenne nur von Fanta 4 für, das Album für dich immer noch Fantasie. Und dann haben wir noch die Space Station Aurora von Orion Span, orionspan.com. Nein, wir sind hier nicht gesponsert. Guckt euch die Seite an. Ich finde die in gewissen Ecken sehr, sehr lustig. Vor allen Dingen, die haben auch Preisangaben. Wir sind jetzt hier wieder im Bereich von vielleicht lieber nicht. Wahrscheinlich. Warte mal. Space Condors. Space as a Service. Oh, die Buzzword-Dichte ist sehr hoch. Ja, ist es. Authentic Astronaut Experience. Ja, ich bin jetzt selber gerade am gucken. Ich habe doch hier irgendwo Preise gesehen. Bin ich denn blöd? Vielleicht unter Reservations? Genau, Waitlist Deposit. We are now taking 80.000 Dollar Deposits to reserve a spot. Also man kann schon mal eine 80.000 Dollar Anzahlung machen. Das Geld, was man wahrscheinlich nie wiedersehen wird. Ja, stimmt. Jetzt weiß ich, woher ich die Preise hatte. Der New Zealand Herald hat einen Artikel darüber geschrieben. Und da steht es dann drin. 12 Tage Übernachtung dort kostet 9,5 Millionen US-Dollar pro Person. 12 Tage. Gar nicht mal schlecht, oder? Warte kurz. 9,5 geteilt durch 12. Warte kurz. Sind ja, also 0,7. Eine knappe. Also 790.000 US-Dollar pro Nacht. Genau, ja. Also, ja, steht sogar da. Warte mal, ich aber sind da Reisekosten inklusive oder muss man Anreise selber organisieren? Ich glaube, ich fürchte, bei dem Preis muss man die Anreise dann doch irgendwie mit dem Bus oder so machen. Ich meine die Anreise zur Raumstation. Ja, meinte ich. Also wahrscheinlich mit dem Bus oder so, damit es noch günstig, damit es mit dem Preis am Ende noch hinhaut. Also, und also die nehmen dann halt auch schon also wie halt irgend so ein Berliner Immobilienhai nehmen die halt auch schon Investmentzahlungen für Leute, die gerne investieren wollen oder halt sich einen eigenen Platz dort oben kaufen wollen oder so, wenn sie mal etwas länger da oben bleiben wollen, weil so Eigentumswohnung und so weiter ist ja toll. Also können wir jetzt sagen, der Weltraum wird gentrifiziert. Ja, möglich. Sehr gut möglich. Ich glaube nicht von denen. Warum nicht? Weil sie zu billig sind, ist doch ganz klar. Sozialer Wohnungsbau im Weltraum. Ja, sozial. Oh Gott. Die Sendungstitel gehen uns heute echt nicht aus. Ich weiß es nicht, ich finde es jetzt nicht sehr übermäßig glaubwürdig, was die hier haben. Die ersten 4 Monate von Reservierungen sind innerhalb von 72 Stunden ausverkauft geworden. Wie viele Reservierungen haben sie denn angenommen? Steht das da? Nee.
Also das ist ja jetzt nicht mehr als eine Webseite. Ja. Und die haben jetzt ein paar, also mindestens ein paar Millionen Dollar gemacht, einfach dadurch, dass sie eine Webseite aufgesetzt haben und Anzahlungen entgegengenommen haben. Da können sie ja ruhig 10 Jahre Zinsen drauf kassieren und dann das Geld zurückzahlen und sagen, hat leider nicht funktioniert. Ja, ich sag ja, wir sind einfach zu nett. Also das wäre so mein Plan. Ich baue so eine Webseite, nehme Anzahlungen gegen, leg das irgendwie gut verzinst auf 10 Jahre oder 20 Jahre an. Also so kann man, also so Raumstation bauen, das kann schon mal 20 Jahre dauern. Und dann nach 20 Jahren zahlt man das Leuten alle ordnungsgemäß zurück und sagt, leider nicht funktioniert, hier ist eure Anzahlung zurück. Und dann hat man auf 20 Jahre Zinsen auf mehrere Millionen US-Dollar bekommen und ist damit wahrscheinlich ganz gut gefahren. Ich glaube, wenn man richtig schlau ist, dann verkauft man das und sagt, ja, ihr kriegt hier ein Blockchain-Token und dann musst du bloß abwarten, bis der Preis von diesen Blockchain-Tokens noch deutlich gestiegen ist und dann verkaufst du deine Blockchain-Tokens irgendwann für einen absurd hohen Preis und bist dann fein aus der Nummer raus. Mhm. Ja, hast dann am Ende sogar noch Geld eingenommen. Ich sehe da sehr viel, das wirkt so ein bisschen nach Dotcom-Blase. Ja. Oh Gott. Die haben ja eine Seite, warte mal, das ist Research. Wo steht denn? Nee, Space as a Service. Also orionspan.com/space-as-a-service mit Bindestrichen anstatt von Leerzeichen. Und da ist dreimal die E-Mail-Adresse sales@orionspan.com genannt. Und unten ist dann auch noch Contact Us. Also Microgravity Research done affordably. Sales, also es ist, also ich würde mal sagen, das ist eine sehr schlaue Webseite, um sehr schnell sehr viel Kapital zu bekommen. Ja, also es ist echt schlimm. Nee, also gewisse Blasenbildung. Das ist genial. Ja, okay, je nachdem, wie man sieht. vor allen Dingen, es gibt wahrscheinlich da draußen wirklich Leute, die irgendwie gelangweilt sind und zu viel Geld haben und dann wirklich da Geld reinbuttern. Ja, also man tut auch niemandem wirklich weh. Ja, das Geld muss ja irgendwie verteilt werden, ne? Ja, also ich denke, das könnten wir uns auch mal anschauen, Frank, was meinst du? Ja, also wir nehmen jetzt Anzahlungen für eine Gold, genau, wir bauen der Witz ist, eine Raumstation und nehmen jetzt Anzahlungen entgegen. Ja, Kontoadresse steht auf der Webseite. Ja, das könnte man tatsächlich mal probieren, einfach mal so eine Spoof-Webseite zu machen und einfach mal zu gucken, was sich so meldet, weil erinnert mich gerade an Tom Scott, weil Tom Scott hat ja irgendwann mal die Idee gehabt, hey, wir können doch mal eine Social-Media-Seite aufmachen, bei der man aber nur Emoji benutzen kann. Also sowas wie Twitter, plus halt nur mit Emojis, ohne Text. Ich habe das auch benutzt. Emoji. Ja, Emoji. Ja, ich kenne das. Ich hatte da auch einen Account. Ja, und die haben da tatsächlich auch mehrere Anfragen bekommen von irgendwelchen Venture Capital Firmen, die dann dringend investieren wollten da drin. Weil es ist ja ganz offensichtlich, war ja ganz offensichtlich das nächste große Ding. Also die Frage ist, wie legal das ist, aber wenn wir jetzt einfach so eine Webseite aufbauen, wir nennen sie Countdown to Liftoff. Ja, irgend sowas, ne? Wir bauen eine Raumstation und nehmen Anzahlungen im Wert von, sagen wir mal, 1 Euro entgegen. Einfach so. Nee. Also, wenn, dann musst du das seriös machen. Okay, gut. Und seriös heißt, du musst richtig viel Geld, du musst dann halt wirklich so tun, wie, das ist jetzt ein großes Ding und wir brauchen hier viel Geld. Und dann kannst du nicht sagen, mit 1 Euro, da musst du schon 100.000 Minimum anfangen. Okay, sagen wir 100.000 Anzahlungen, geben da einfach eine PayPal-Adresse an. Vielleicht noch irgendwie dein Spendenkonto oder sowas oder machen irgendwie ein eigenes Konto dafür auf. Und schauen du, einfach. Da muss man aber zuvor sich mit einem Steuerberater zusammensetzen, nicht, dass man dann auf das gespendete Geld noch Steuern bezahlen muss. Nee, das ist eine Spendung, ist ja eine Anzahlung. Also du hast ja keine Kosten. Also alles Geld, was davon weggeht, das tut dir ja nicht weh. Du hast ja da. Ich würde da trotzdem sicherheitshalber mich mit jemandem zuvor zusammensetzen, der sich damit auskennt. Nicht, dass man dann doch noch irgendwem was schuldig ist. Ja, nee, also klar, aber ich frage mich, also ist das legal? Muss man irgendwas vorweisen für so eine Webseite?
Also wenn ich jetzt hier sage, so, Reservation. Einfach bloß so als, also ist halt surf wirklich now. So als, was passiert dann? I've read Terms and Conditions und Policy. Jetzt komme ich zu secureapiescrow.com. Ah, genau, jetzt kann ich starting a new escrow transition. 80.000 US-Dollar. Jetzt muss ich mich hier registrieren. Nee, das ist ja doof. Was ist denn escrow.com? Never buy or sell online without using escrow.com. Also es wirkt auch sehr shady, diese Bezahlwebseite. Used to buy and sell. Ja gut, also es ist, also diese Website ist sehr, sehr spannend. Mission. Was ist denn ihr Mission Statement? Cuts the cost of living in space by an order of magnitude over others. We will not rest until our shared destiny in the stars has been realized. Und jetzt musst du dir vorstellen, die amerikanische Flagge weht hinter mir. Düsenjets, die Hymne fängt an. Ja, genau. Die Hymne fängt an, die Düsenjets kommen, ja. Und leicht bekleidete Damen tanzen. Ja. Genau, in Stars and Traps Bikini. Ah, das ist doch von irgendeinem Bot gemacht worden. Das kann doch kein Mensch geschrieben haben. Sie haben auch einen Blog. Es gibt einen Post von 5. April von Frank Bunger. Okay, ja. Was hat er denn hier für Buzzwords in seinem ersten Blogartikel? 1970er Jahre, Gemini, Apollo, Crossroads in History. Ach, das ist ja fast fantastisch dämlich. Ja, ja, also. Nee, also man, also das Ganze hat jetzt so viel Blasenbildung. Eigentlich will man wirklich versuchen, da eine Fake-Firma aufzubauen und sich vorher mit einem guten Anwalt zusammensetzen, um zu fragen, wie weit darf man da eigentlich gehen, ohne dass es und dass man da belangt werden kann. Weil es ist halt jetzt wirklich, wir sind jetzt wirklich an dem Punkt angekommen, wo es echt dämlich wird. Ah, hier hat einer tatsächlich, hier auf dem Twitter-Account gibt es einen, der hat tatsächlich die 80.000. Arturas Kirillis. Der ist Television and Film Production, NBC Universal, Tech and Business. Okay, und der hat tatsächlich die 80.000 Dollar gezahlt. Hat zu viel Geld, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Muss man natürlich gucken, was man alles in die AGBs reinschreiben kann. Genau, Frank Bunger. Der gibt es auch auf Twitter, beigetreten im Januar 2009. Vor allen Dingen, man könnte ja auch in die AGBs einfach reinschreiben, irgendwie sowas, ja, ihr Geld dient dazu, dieser Firma den Shampoos zu bezahlen. Weißt du, dass du einfach so sagst, ja, wir sind hier total offen, also ihr habt im Prinzip keine Chance, dass hier irgendwie was passiert. Aber ihr macht das hier, um die Vision zu unterstützen oder so, ne? Bau von Hardware ist nicht garantiert. Hast du mal in die Terms of Use reingelesen? Availability errors and inaccuracies. Entschuldigung, mein Englisch ist gerade, ich habe Bier getrunken. We are constantly updating product and service offering on the service. Wo steht denn das? Ganz unten, Terms of Service. Reservation. Ich finde. Ganz unten. Warte, ich war doof. Sorry. Ich hätte mal den Browser auf Vollbild machen sollen. The information found on the service may contain errors or inaccuracies and may not be completed or current. Ja, das kann ich auch ohne Terms of Service sagen. Warte mal, Terms and Conditions, da steht's. Terms of Use. Ich habe hier Terms and Conditions. Geh mal ganz unten auf die Webseite. Terms of Use, da, ach, da steht's, okay. Ich melde mich jetzt mal für diesen Newsletter an, das ist ja fantastisch. Ich will auch ein Space-Konto. If you wish to purchase any product, you may be asked to supply certain information relevant to purchase, including, without limitation, your credit card number. Oh. Katsching! Your credit card number, the expiration date of your credit card, your billing address and your shipping information. Vielleicht sollten wir einfach ab sofort nur noch solche Webseiten besprechen im Countdown-Podcast. Es ist jedenfalls verdammt lustig. Fun. Ja. Wollen wir vielleicht, wir haben jetzt schon länger bei dieser Webseite aufgehalten, als wir eigentlich wollten.
Ja, definitiv. Wir sollten, glaube ich, weitergehen. Wenn wir in der Hörerschaft sehr reiche Leute haben, würde ich vorschlagen, ihr zahlt uns die $80,000 und wir machen damit was wirklich Sinnvolles. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Ja, nee, hat doch was. Zurück zum Pad und gucken, was steht als nächstes Thema hier drin? BFR-Tool. Das BFR-Tool. Stimmt, die 4 hatten wir nicht. Wir haben Thema 1, 2, 3 und die 4 ist weggefallen. Beziehungsweise ist jetzt die 5. BFR-Tool. Ja, klar. SpaceX, wir hatten ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, über die neue Fabrik, die sie gebaut haben. Und ich weiß nicht, ob das Teil dort angekommen ist. Ich habe jedenfalls schon Bilder davon gesehen. Ist praktisch das erste Teil für den Tank und für die Strukturen von dem Raumschiff. Und das soll ja aus Kohlefaser gebaut werden. Und das ist jetzt noch kein Kohlefasertank, sondern das ist das Ding, das man braucht, um die Kohlefaser drumherum zu wickeln. Also eine große Spule. Ja, also einfach ein bisschen komplexer ist es schon, aber ja, im Prinzip kann sowas auch aus Sperrholz sein, aber ich glaube, für Sperrholz wäre das Ding zu groß und es muss auch einigermaßen formbeständig sein. Also ist schon ein bisschen komplizierter als das, aber im Prinzip ist halt einfach bloß eine Form, wo man dann halt die Kohlefaser drumherum wickeln kann, mit Harz vereinigen kann, das Ganze halt ja aushärten lassen kann. Darum geht's und das existiert jetzt. Also das erste Teil, das noch kein Teil ist, aber darauf hindeutet, dass bald Teile entstehen werden, das gibt's schon. Und das war das ganze Thema in dem Fall. Aber SpaceX hat natürlich noch ein paar andere Dinge gemacht. Zum Beispiel einen Satelliten gestartet. Warte mal, waren es die Iridium-Satelliten? Ja, die Iridium-Satelliten, genau. Genau, stimmt. Da kam dann bloß noch über Twitter, dass die so nach und nach ausgesetzt wurden. Sonst gab es davon ja immer Filmaufnahmen. Aber die durften sie nicht machen, weil der NOAA ist aufgefallen. Oh, hoppla, SpaceX macht Bilder von der Erde aus dem Weltraum. Und das dürfen die gar nicht. Nicht offiziell, weil sobald jemand anfängt, Bilder aus dem Weltall zu machen von der Erde, dann ist das Earth Observation und dafür braucht man eine Lizenz von der NOAA. Oh, was war das wieder? National Oceanic and S. Irgend sowas. Ja. National Oceanic and Atmospheric Administration. Genau. Und die vergibt halt die Lizenzen dafür, dass man Bilder von der Erde machen kann. Was auch ein bisschen dämlich ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja, es ist vor allen Dingen dämlich, dass die nicht sagen, ja, okay, sobald du eine gewisse Menge eine gewisse Auflösung hast, dann brauchst du eine Lizenz und sonst nicht. Nee, Moment, aber ich meine, die Erde gehört ja nicht der NOAA, sondern ist ja Allgemeingut. Ja. Naja, aber darum geht's halt. Also wenn du jetzt sagst, ja, wir machen hier Bilder aus dem Weltall, die allgemeingut sind und als erstes gucken wir uns mal Area 51 an oder sowas oder ja, irgendein anderes, weil es gibt diverse Gegenden, wo die Amerikaner echt was dagegen haben, dass man davon Bilder macht. Ja, aber was halten die Russen oder die Chinesen ab, einfach Erdbeobachtung zu machen? Nix. Aber wenn du eine amerikanische Firma bist und Raketen startest, dann hast du und solche Earth Observation Dinger machst, dann hast du gefälligst eine Lizenz zu kaufen. Und das macht hat zum Beispiel hier auch Planet Labs gemacht. Und die haben mir da im Interview auch gesagt, hätte ich auch schreiben können. Ich glaube, ich habe es nicht geschrieben. Es hat irgendwie nicht in den Artikel damals so gut reingepasst. Dass die halt auch so gewisse Vorgaben bekommen haben. Also die folgenden Gebiete, davon bitte mal keine Bilder machen. Was halt dann, wo du dann halt genau weißt, okay, das sind dann halt geheime Militärbasen. Aber hat SpaceX nicht so eine Lizenz? Weil die haben ja schon öfters Bilder von der Erde gezeigt. Angeblich ist das bei der NOAA niemandem aufgefallen. Und das fällt ihnen mitten im Webcast auf, oder wie? Nee, davor schon.
davor schon. Irgendwie, es ist irgendwie was Merkwürdiges. Ich glaube, irgendwie sollen die Lizenzen geändert werden, sodass sie halt leichter zugänglich sind. Also irgendwie die ganze Lizenzvergabe ist in den USA gerade etwas merkwürdig im Weltraum. Und da sollen neue Richtlinien rauskommen. Und ich glaube, das könnte eventuell so ein bisschen im PR-Stand von SpaceX gewesen sein, dass sich bei der NOAA halt eigentlich nie jemand dafür echt interessiert hat. Ne, lass sie mal machen. Die sind jedenfalls auf die NOAA zugegangen und haben dort die Lizenz beantragt. Und das hat dann halt eine Weile länger gebraucht. Also so heißt es, der Start war noch nicht, war halt zum Start noch nicht da. Und dann durften sie halt nicht. weil du kannst halt nicht sagen, ja, wir beantragen hier meine Lizenz und wir machen einfach trotzdem. Auch wenn es zuvor immer ignoriert wurde. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass die NOAA da irgendwie im Hintergrund gesagt hat, Leute, ihr braucht eigentlich eine Lizenz, nachdem die Falcon Heavy gestartet ist. Und obwohl, nee, dazwischen haben die ja auch schon ein paar andere Raketen gestartet, ne? Mhm. Da gab es ja dann Bilder. Ja. Okay, also diese Verschwörungstheorie funktioniert nicht. Verdammt. Bessere Verschwörungstheorien bitte an uns. Also auf jeden Fall seltsam. Und jedenfalls seltsam, ja. Die meinen, die werden jetzt in eine Lizenz bekommen und dann soll sie sich das dann auch irgendwie getan haben. Genau. Ja, es geht natürlich nur darum, dass die Aliens nicht gezeigt werden. Ja, wahrscheinlich. Gut, anderer Fehler, wo SpaceX nicht dran schuld war Zuma. Da hatten wir schon drüber berichtet, dass es ja diese supergeheime Nutzlast der Air Force, also ich glaube des US-Militärs, gebaut von Northrop Grumman, gestartet von SpaceX. Es ist offiziell nicht bekannt, also nicht nur offiziell, es ist nicht bekannt, für wen das Ding gebaut wurde. Es ist nur bekannt, von wem das Ding gebaut wurde. Aber für irgendeine Militärentität der USA wahrscheinlich. Also für die USA mindestens. Und wer ist geheim? Es ist ja so gut wie alles dort geheim. Im Wesentlichen wahrscheinlich, weil es peinlich ist. Meistens, die meisten Dinge, die geheim gemacht werden, werden ja einfach bloß deswegen geheim gehalten, weil es ist peinlich. Es ist nicht schlimm eigentlich für den Staat. Es ist gar nicht nötig, das geheim zu machen, aber es wäre total peinlich, wenn das rauskommt. Und die meisten, irgendwie, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, die meinten halt so, naja, ich würde sagen, 90% fällt so unter, ist zu peinlich oder wollen wir nicht oder irgend sowas, aber wäre eigentlich gar nicht geheim an sich. Naja, egal. Und genau, der Start schlug ja einigermaßen fehl. Der Start nicht. Der Start, also die Rakete hat funktioniert, wie sie sollte. Und das wurde ja auch weithin bestätigt, genau. Dann auch später von der Air Force und so. Jetzt hat das Wall Street Journal einen Artikel veröffentlicht mit ungenannten Quellen, wo sie sagen, dass das Problem eindeutig bei Northrop Grumman lag, weil die einen Payload-Adapter, also das Verbindungsstück zwischen der Rakete und dem Satelliten, haben sie fehlerhaft modifiziert. So dass sich der Satellit nicht von der zweiten Stufe der Falcon 9 getrennt hat und die Falcon 9 hat dann ihr Programm weiter durchgeführt und ist dann planungsgemäß wieder eingetreten, weil es soll ja kein Space Junk draus werden und zog dann den Zuma-Satellit mit sich in den Tod. Ja, beziehungsweise nicht ganz mit sich, sondern also deorbitiert wurde er. Aber bei dem Manöver soll er sich gelöst haben. Und dann war es halt schon zu spät. Ja, ja. Ja. Und naja, es kommt dann halt davon, wenn niemand eine Kamera da oben installieren darf und die Kommunikation. Das ist halt das Problem bei Geheimhaltung, ne? Wenn du die Geheimhaltung so streng machst, dass der letzten Endes überhaupt keine Daten, dass die Leute überhaupt nicht mehr wissen, was sie tun, ja, dann schmiert die halt so ein Ding einfach ab, ohne dass irgendwer irgendwas machen kann, auch wenn du im Prinzip mit Knopfdruck das hättest verhindern können. Es ist halt immer derselbe Scheiß mit der Geheimhaltung. Ja. Und genau, ich musste so ein bisschen an Mars 96 denken. Ich habe keine Ahnung, was hätte verhindert werden können. Ich glaube, da hat einfach bloß die Stufe nicht gezündet. Ja, sie hat sich nicht abgetrennt und dann hat die andere Stufe gezündet und dann hat sie quasi
Also irgendeine Stufe hat sich nicht abgetrennt und die anderen Stufen haben dann munter weitergezündet und das führte dann zu einem Totalversagen von allem. Ah, okay. Ach so, nee, Phobos Grunt war nochmal was anderes. Funktioniert aber auch nicht besser am Ende. Also, Zuma auch nicht SpaceX schuld, aber es hat ja Gwynne Shotwell schon übrigens, gleich danach gesagt. Also, wir wussten das schon alle, die wir SpaceX lieben und schätzen. Ja, übrigens, gerüchteweise soll das Ding $3.5 Milliarden gekostet haben. Stange Geld. Viel Geld, um nicht zu funktionieren. Ja, sehr viel Geld. Es soll irgendwie vibrationsempfindlich gewesen sein, deswegen haben die halt drauf bestanden, einen eigenen Payload-Adapter zu bauen, mit halt entsprechenden Stoßdämpfern dazwischen. Keine Ahnung, was das gewesen sein kann. Möglicherweise, ich weiß es nicht, also ich schätze irgendwas mit Optik wahrscheinlich, weil das muss halt sehr oft sehr präzise sein, kann aber auch was ganz anderes gewesen sein. Selber schuld, ne? Dann hätte man irgendwie den Stoßdämpfer in die Nutzlast integrieren können und den Rest dann halt, ne? Dann einfach ein Standard-Payload-Adapter dahinter dran und fertig ist. Ja, aber man weiß jetzt auch nicht ganz genau, was da schiefgelaufen ist. Weil, also, so von der Masse her kann es ja nicht, es kann nicht an der Masse gelegen haben, weil die Rakete ist ja zurückgekehrt und hätte mit Sicherheit jede Menge Reserve noch gehabt. Also, da hat bestimmt irgendwie so ein Sprengbolzen nicht gezündet oder so. Na, Sprengbolzen nicht, wenn es ist ja vibrationsempfindlich. Okay, da wirst du keinen Sprengbolzen benutzen. Ein nicht vibrierender Sprengbolzen, ein Sprengbölzchen. wahrscheinlich irgendein Aktuator oder so. Die meinen, am Boden hat es funktioniert. Sie haben es dreimal getestet. Ja, es ist, als ich es getestet habe, war noch alles in Ordnung. Genau. So. Weitere Probleme. Probleme gab es dann noch bei den Indern. Wir hatten ja beim letzten Mal, glaube ich, angekündigt gehabt, den Start von GSAT-6A mit einer GSLV. Den hatten wir sogar mehrfach angekündigt, falls du dich erinnerst. Genau, ja. Hat geklappt, der Start. Die Rakete hat funktioniert. Ist immer wichtig, weil... Start erfolgreich, Satellit tot. Genau, das war die Überschrift von meinem Zuma-Artikel damals. Operation erfolgreich, Patient tot, oder was? Genau, Start erfolgreich, Satellit tot oder irgend sowas. Ja. So, wie war denn das hier? Start Zuma, Start erfolgreich, Satellit tot, ja. das Ding hat man einfach den Kontakt verloren. Was soll man sagen? Blöd. Dumme Sache. Ja, die Inder haben gerade eine Pechsträhne. Also dafür, dass sie mehrere Jahrzehnte lang fehlerfrei operiert haben. Naja, nee. Gerade die GSLV hatte ja doch ihre Probleme gehabt beim Start. Deswegen hatte ich mir sehr viel mehr Sorgen um die Rakete als um den Satelliten gemacht. Aber das mit der Rakete scheinen sie jetzt im Griff langsam zu haben. Die hatten immer das Problem, die GSLV, das ist die Mark II von der GSLV, hat ja eine Oberstufe mit Wasserstofftriebwerk und das kam ursprünglich aus Russland und dann hatte sich ja irgendwer aufgeregt, das ist ja böser Technologietransfer und so, das dürft ihr gar nicht. Da gab es dann irgendwie so ein Exportverbot oder so dafür, irgendwie Nichtverbreitung von irgendwie Technologie, bla. Und daraufhin mussten die Inder das Ding selbst nachbauen, hatten schon mit der russischen nicht allzu viel Glück gehabt, dann hatten sie mit ihren eigenen, ich glaube ein, zwei Mal nicht so viel Glück gehabt, aber scheint ja jetzt zu funktionieren. Haben dafür aber jetzt ein kleines, aber super modernes Triebwerk letzten Endes, das so technisch auf dem Stand ist. Vom Prinzip her ist es halt so ein Staged Combustion, also Hauptstromtriebwerk. So ähnlich wie halt auch das Space Shuttle Triebwerk funktioniert hat. Also da sind die technisch halt echt weit vorne im Prinzip. Aber haben dann halt auch gesagt, als sie ein neues brauchten für die GSLV Mark III, wir könnten das Ding zwar im Prinzip mit dem dreifachen Schub bauen, weil die brauchten ein Triebwerk mit dem dreifachen Schub.
Aber das kostet dann mehr. Dann brauchen wir wahrscheinlich noch irgendwie ein paar Jahre länger, um das fertig zu entwickeln. Wir bauen lieber ein einfacheres Triebwerk. Und das haben sie gemacht und ist sehr vernünftig gewesen und funktioniert halt dafür. Und ist schneller da gewesen. Da kann sich mal die ESA eine ganze Scheibe von abschneiden, von dem, was die Inder so machen. Weil es einfach, ja, ist halt wirklich echt einfach nur vernünftig gewesen. Das Ding ist weniger effizient, aber es ist halt da. Und irgendwie wegen 400 Kilogramm mehr Nutzlast oder so, jetzt zu sagen, wir entwickeln hier ein super modernes, mega effizientes Wasserstofftriebwerk, anstatt ein einfaches mit Gasgenerator. Ja, ne? Deswegen fliegt die Ariane 5 ja nach wie vor mit dem guten alten HM7B-Triebwerk von 1983 oder wann das Ding das erste Mal geflogen ist. aufbauend auf dem HM7-Triebwerk, das schon beim allerersten Flug der Ariane 1 geflogen ist, 1979. Also das ist wirklich so 70er-Jahre-Technik, noch nicht mal widerstattbar. Also und der Ersatz ist halt nie gekommen, ne? Obwohl die schon in den 70er-Jahren gesagt haben, okay, Ariane 5-Rakete wird schon geplant, weil Ariane 1 bis 4 hatte man, also Ariane 4-Rakete hat man schon beim Start der Ariane 1-Rakete geplant gehabt. Ne, hat halt irgendwie so Updates für Triebwerke und Booster und so weiter, was halt der Unterschied zwischen Ariane 1 und Ariane 4 ist, war halt alles schon geplant. Ne? Das hat man auch durchgezogen. Deswegen war Ariane 4-Rakete am Ende halt auch die ja sinnvollste Rakete, die damals existierte in der westlichen Welt und allen den Rang abgelaufen hat und praktisch den kommerziellen Markt monopolisiert hatte. Ja, und dann hat man halt Ariane 5-Rakete geplant und da hieß es von Anfang an, also man war sich da sehr uneins gewesen, wie die dann nun am Ende aussehen soll genau, aber das eine Teil, das in allen Plänen vorhanden war, war eine neue Oberstufe mit einem besseren Triebwerk. Und als die Ariane 5 dann kam, ist das eine Teil, wo man dann einfach bloß das, die alte Technik übernommen hat, obwohl man genau wusste, das Ding ist völlig untermotorisiert und ist nicht neu startbar und es ist alles ganz grauenhaft eigentlich. Und beim ersten Flug war noch nicht mal das dabei, sondern was noch Schlechteres. Also, naja. Ich bin bei der ESA, ich greife mir da immer noch an den Kopf. Sorry, das ist einfach so schlimm im Prinzip. Die waren so toll mit der Ariane 1, 2, 3 und 4. Die waren da super pragmatisch. Die haben da echt alles richtig gemacht. Und dann haben sie irgendwie ein bisschen den Verstand verloren gehabt. Es ist echt, ach Mann. Und es tut mir so leid. Ich will die ESA so gern haben. Aber Ariane 5 geht halt einfach gar nicht. Und Ariane 6? Ariane 6 wäre eine super Rakete gewesen, wenn sie in den 90er Jahren geflogen wäre. Warum? Ja, Stand der Technik halt. Ne? Also okay, selbst wenn man jetzt sagen würde, Feststoffbooster aus Stahl wären dann halt auch noch gegangen, weil die sind jetzt aus Kohlefaser. Wie gesagt, da hätte ich dann auch nichts dagegen gehabt, wenn die gesagt hätten, ja, wir bauen die halt aus Stahl, ja, was soll's. Aber so der Rest halt, ne? Widerstartbare Oberstufe, eine halbwegs vernünftig ausgelegte Kernstufe. Ja, okay, wird am Boden gezündet, hätte man auch noch besser machen können. Aber ja, so im Prinzip eine vernünftige Rakete. Aber halt nicht mehr zeitgemäß. Also von Start weg ist die Ariane 6 nicht mehr zeitgemäß. Wie gesagt, ist halt einfach der Zeit hinterher. Im Prinzip ist das halt auf dem Stand, den man damals für 2005 so für Ariane ECB, Ariane 5 ECB oder Ariane ME oder sowas halt vorgesehen hatte. Und das war halt 2005 und nicht 2020, wann die das erste Mal fliegen soll. Und es ist halt, ja, es ist halt nicht mehr, es ist nicht mehr zeitgemäß. Es tut mir leid, ist aber letzten Endes so.
ich hoffe, dass da, dass die irgendwie jetzt für die nächste Generation dann noch was deutlich Besseres machen. Apropos nächste Generation, da sprechen wir nächste Ausgabe nochmal drüber, ne? Ist schon geplant. Nächste Generation der Ariane? Nächste Generation, ja, Vorbereitung auf. Ariane 7 oder was? Ja, ne, da kommt da das Projekt Callisto und da redet man dann mal ein bisschen darüber, was die da alles so vorhaben. So, ja, sorry, ich hab mich jetzt etwas verrannt mit dem ESA-Thema. Zurück zu deinem letzten, zurück zu ISRO noch mal ganz kurz. Wie gesagt, GSAT-6A ist dann verloren gegangen. Man hofft, also man hat ihn gefunden, zumindest im Orbit. Also man hat ja irgendwann die Kommunikation einfach verloren. Und wenn man Kommunikation verliert, dann weiß man nicht mehr unbedingt, wo der jetzt gerade ist. Und man hat ihn wieder gefunden, wahrscheinlich mit Teleskop und so. Und sendet jetzt regelmäßig Signale und hofft darauf, dass man irgendwie einen passenden Zeitpunkt erwischt, wo die Antenne irgendwie richtig steht und der halt ein Signal bekommt und irgendwie sich wieder meldet. Wie das halt immer so ist, wenn so ein Satellit irgendwie ohne Kommunikation außer Kontrolle ist. Manchmal hat man Glück. Ich wünsche denen dieses Glück. Hoffen wir mal, dass daraus was wird, ne? Mhm. Willst du noch zu deinem letzten Themenpunkt was sagen? Letzter Themenpunkt. Letzter Themenpunkt ist mein Tipp, ne? Ja. Es gibt auf YouTube einen Kanal, der nennt sich Web of Stories oder wie ist das Ding? Ja, so in etwa. So in etwa, ne? Ich schaue es nochmal kurz, wie es genau hing. Ja, Web of Stories. Live Stories of Remarkable People. Genau. Und darunter ist einer, der nennt sich Daniel Hillis. Das ist halt eine Seite, die haben Interviews mit relativ bekannten Leuten, also so Edward Teller, halt Daniel Hillis, der ist tatsächlich relativ wichtig, Freeman Dyson und so weiter gemacht und richtig lang, richtig viel, also das sind diverse Stunden, die man sich dort angucken kann, wie Daniel Hillis da vor seinem Kamin sitzt oder vor seinem Bücherschrank oder so und über sein Leben spricht. Sehr unterhaltsam. Also ich habe das sehr gern getan. Das sind 248 Videos, die alle so um die, naja, ein, zwei, teilweise auch mal 5 Minuten lang sind. Also es ist wirklich, sind diverse Stunden, die man da zuhören kann. Und der war bei der Gründung von Blue Origin dabei. Redet da halt darum, wie das so war, als die angefangen haben. Und das war im Jahr 2000, also als SpaceX noch nicht mehr existiert hat. SpaceX ist ja 2002 erst rausgekommen und oder überhaupt gegründet worden, aber Blue Origin wurde tatsächlich schon eher gegründet. Und damals noch etwas weniger professionell. Das war so zu einer Zeit, als Jeff Bezos auch noch ein anderes Projekt finanziert hatte. Und darum ging es mir eigentlich, weil darüber wollte ich eigentlich was wissen. Das ist diese Long Now Foundation gewesen, die ja eine Uhr bauen wollen und das auch tun, die 10.000 Jahre lang funktionieren soll, jeden Tag einmal tickt. Und auch Glocken spielen kann und so weiter. Und die brauchten halt dringend einen Mäzen und das war dann halt tatsächlich Jeff Bezos gewesen. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass der das Ding halt tatsächlich finanziert hat. Aber zur gleichen Zeit, wo die das gemacht haben, ist dann halt auch Blue Origin gegründet worden, weil Jeff Bezos hatte irgendwie ziemlich viel Geld und hat ja jetzt immer noch mehr davon. Und die haben dann halt angefangen, Konzepte zu entwickeln, wie man billiger ins Weltall kommen kann. Und die sind dann halt tatsächlich auf so ein ähnliches, also Konzept gekommen, wie halt auch SpaceX macht. Das nannte sich Boosted Single Stage to Orbit. Soll heißen, du fliegst halt mit irgendwas schon mal relativ schnell hoch und dann hast du noch eine Stufe, die dann bis zu Ende fliegt. Was halt letztendlich genau das Konzept ist, was die Falcon 9 ist und was dann auch die New Glenn ist.
wo halt letzten Endes die Oberstufe die eigentliche Rakete sozusagen ist. Und der untere Teil halt bloß dazu dient, dass das Ding schon mal auf Höhe kommt und auf Geschwindigkeit. Und die haben das damals erstmal ausprobiert mit einem Jet-Triebwerk, also Flugzeugtriebwerk, und haben das dann irgendwie zusammengeschustert und relativ, es ist eine nette Story, hört euch das einfach mal an. Wer sich das, übrigens, da ist auch immer ein Transkript und das kann man sich dann auch durchlesen, wenn einem das Anhören und Angucken zu anstrengend ist oder man das Englisch nicht versteht oder so. Macht mal, ist sehr interessant, wir verlinken das Ganze. Genauso gibt es dort auch halt ein Interview mit Freeman Dyson, der Typ mit den geilsten Namen der Welt, und ich bin immer noch neidisch. Mir fehlt gerade das Komfortrauschen. Bist du noch da? Ja, ich höre dir aufmerksam zu. Freeman Dyson, ja, sorry. Klügster Mann der Welt. Ja, der geilste Mann der Welt, der Typ mit dem besten Namen der Welt, ich bin einfach neidisch. Spricht dort noch über das Projekt Orion. Oh ja, die Atombombenrakete. Genau, und da spricht er halt auch noch darüber, wie das da gekommen ist, was er so dazu denkt und so. Ich suche raus, wo das war, welches, also. Die haben halt auch mit dem irgendwie 150 Videos aufgenommen. Die habe ich mir auch alle angeguckt. Also ich hab diverse Stunden vor YouTube verbracht. Also dieser Kanal ist durchaus interessant. Witzigerweise, die werden echt selten angeklickt. Also du hast so bei den Videos so, also bei dem hier Boosted Single Stage to Orbit, das wir da verlinken werden, da sind jetzt gerade 27 Views. Also gehört zu einem exklusiven, also es ist wirklich sehr exklusiv, wenn ihr euch das anhört, ne? Es haben noch nicht viele andere gehört, diese Story. Also macht mal. Ja. Ich kann es nur empfehlen. Also ich, vor allen Dingen, der hat ein super interessantes Leben gehabt, Daniel Hillis. Der ist irgendwo im Süden, im segregierten Süden aufgewachsen der USA. 1956 ist er geboren worden. Und ist dann so im Kindergartenalter, glaube ich, mit seinen Eltern in den Kongo gezogen und hat da diverse Abenteuer erlebt, hatte dann aber das Problem, dass es dann im Kongo irgendwann ernsthafte Probleme gab, so Anfang der 60er Jahre, und da diverse Abenteuergeschichten und so weiter. Der Vater arbeitete wohl bei der CIA. Ich für Lutz Kaiser. Nee, nicht. Und irgendwie sind die da deswegen halt auch in diversen dort gewesen, und da gab es dann auch diverse andere Leute, die dann auch bei Geheimdiensten waren in dem Leben und im Umfeld. Und also er hat dann ein relativ abenteuerliches Leben gehabt, und ich fand's sehr nett. Wie gesagt, kann man sich mal anhören, wenn man viel Zeit hat. Wobei, also die Geschichte von Blue Origin ist in bloß ein paar Minuten letzten Endes sind halt bloß ein paar Videos letzten Endes, ne? Ja. Macht mal, guckt's euch an, große Empfehlung meinerseits. Dann machen wir jetzt unser traditionelles Abschlusssegment, nämlich die Raketenvorhersage. Ja. Und da haben wir für heute 0 Uhr, also für morgen 0.34 Uhr am 12. April eine PSLV mit IRNSS-1I Indias, genau, das ist ein Das ist das indische Regional-Navigationssatellitensystem. Und davon halt der, ist das ein L oder ein I? Ich weiß es nie. Jedenfalls der nächste. Genau. Den haben wir auch schon öfters angekündigt. Der steht delayed, also verschoben vom März. Also, ja. Schon ein bisschen Problem länger. Ist einfach, dass bei den anderen Navigationssatelliten ist das der neunte. Die Konstellation besteht offiziell, glaube ich, aus 7 nominell. Es gibt dort diverse Probleme mit den Atomuhren, die halt aus der Schweiz geliefert wurden. Das sind die gleichen, die auch im Galileo so drin sind und im Baidu und so weiter. Also da hat sich eine Firma sehr beliebt gemacht mit den Dingern. Dann eine Atlas V Rakete mit AFSBC 11 wahrscheinlich
Moment. Moved forward from April 18, delayed from April 12. Das ist lustig. ja, also es wurde irgendwie am 7. Dezember wurde es verschoben auf März. Am März wurde es verschoben auf den 18. April. Dann wurde es nach vorn gezogen auf den 12. April und dann wieder verschoben. Auf den 14. 15. Tja. Start ist vorgesehen irgendwann zwischen Mitternacht und das Fenster geht bis früh um 4 am 15. April. Für uns, genau. Was ist es eigentlich? AFSBC 11. Air Force Continuous Broadcast Augmentation Satcom CBAS Payload. Also ein verschachteltes Akronym. Genau, und The Eagle Satellite Hosting Multiple Military Experiments. Also noch ein paar kleine militärische Schweinereien. Ja, es ist die große Variante der Atlas 5. Der Atlas 5, ja, genau. Die 551. Dann 552 gibt es ja nicht. Das wäre dann die theoretisch größte, aber es gibt keine Centaur mit zwei Oberstufen, mit zwei Triebwerken. Es gibt doch, die wird jetzt, die ist jetzt gerade in der Entwicklung mehr oder weniger. Aber die ist noch nicht geflogen. Also es gab schon diverse, also die Centaur-Stufe ist eine uralte Stufe, die es in diversen Varianten gibt. Und es hat auch schon diverse Centaur-Stufen mit zwei Triebwerken gegeben, mit zwei RL-10-Triebwerken, aber noch keine für die Atlas-5-Rakete. Und da sind halt noch ein paar Modifikationen fertig und so weiter. Und das muss man dann halt irgendwie mal machen. Und die ist dann vorgesehen für den CSTN-100. Die fliegt dann da auch. Und irgendwann wird dann vielleicht das Ding auch mal für Satelliten benutzt. Wer weiß. Ist aber noch nie benutzt worden. Dann haben wir am 16. April eine Falcon 9. Für uns schon 17. April zwischen 12:30 nachts und eine Minute später. Einminütiges Startfenster, denn es ist es wird gestartet. TESS, das ist das NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite. Das ist ein sogenannter Exoplanetenjäger. Genau. Der mit Pfeil und Bogen nach Exoplaneten jagt. Genau, auf der Jagd nach dem Exoplaneten wird in einem hochelliptischen Erdorbit stationiert werden und wahrscheinlich auf einer sehr genauen Umlaufbahn, deswegen nur ein einminütiges Startfenster. Dass es nicht instantan ist, ist schon ein Wunder. Genau. Ja. Delayed from March 20 ist. Ja, dann haben wir noch am 18. April eine Proton-Rakete, die sich ziemlich rar gemacht haben, mit Blago West Nummer 12L. Frag mich nicht, was ist das? Blago West Nummer 5L, Communication Satellite. High-Speed Internet, Television und Radio Broadcast. Voice and Video Conferencing Services for Russian Domestic. Ah, okay, für Militär. Leute in Russland und Militär. Genau. Dann April 20. April für uns zwischen 2.30 Uhr und 6.30 Uhr. Oh, Leute, sucht euch endlich mal bessere Zeiten es aus. Ist halt verdammt Neuseeland. Es ist Neuseeland. Eine Elektronrakete mit dem Titel It's Business Time. Erster offizieller kommerzieller Start der Elektronrakete von Rocket Lab von der Mahia Halbinsel in Neuseeland im Launch-Komplex 1. Zwei CubeSats für Spire Global Weather and Ship Tracking Constellation und ein Small Satellite für Geo-Optics Commercial Remote Sensing Network. Jo. Genau. Wahrscheinlich ist der Geo-Optics, der nennt sich Small Satellite, das heißt, der ist etwas größer als die anderen beiden. Also gerade nicht mehr CubeSat. Ich glaube nicht nur gerade so, also das dürfte schon irgendwie so ein 100 Kilo oder so ein Ding sein. Mit der Curie Upper Stage, also die Elektronrakete, für die wurde ja noch eine Oberstufe entwickelt und die ist auch wieder mit dabei. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, Spire-Satelliten, ich glaube davon waren ein oder zwei auch schon beim letzten Flug dabei. Ja, das sind diese Lemur-Sets, also Planet genau. Ist ja DovSat und Spire ist Lemur.
Ja, dann für den 21. April, ohne Tageszeitangabe, aber gibt eh keinen Livestream, weil ist eine Lange Marsch 3B-Rakete aus China, Upstart 6C, Kommunikationssatellit für kommerzielles Video und Direct-to-Home-Broadcasts. Ja, alles mögliche halt so. So Kommunikationszeug für die Asia- und Pazifikregion. Meistens halt doch kein Livestream von dort, aber wäre vielleicht möglich. Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste dann auch nicht, wo genau. Ja, vielleicht geht wieder jemand nah mit dem Handy ran. Ja, wer weiß. Dann das wird man hinterher sehen. Dann haben wir eine nicht früher als 24. April, eine Falcon 9 mit dem Bangabandhu Satelliten 1. Das ist der erste Bangladesch, der erste Satellit für Bangladesch. Genau, bengalisch ist das. Genau, der erste bengalische Telekommunikationssatellit. Ja, wobei bengalisch im Zweifelsfall auch Kalkutta mit einschließt. Weil es ist so gleicher Kulturrahmen. Ja. Ist halt bloß irgendwann getrennt worden durch diverse Aktionen nach 1947. Vielleicht profitiert Kalkutta ja auch von dem Satelliten. Ja, hoffen wir es, ne? Es ist aber nicht irgendeine Falcon 9, sondern es ist die Falcon 9. Zumindest wenn es nach SpaceX geht, ist es die Falcon 9, die in Zukunft die Falcon 9 sein wird. Ah, der Block 5. Oh, also new and improved. Genau. Und dann nur noch im Detail verbessert und nicht mehr so rund erneuert. Genau, die definitive Falcon 9. Genau, und dann den Abschluss, glaube ich. Hä? Ja. Den Abschluss bildet am 25. April, also von heute angesehen in genau 2 Wochen. Jetzt haben wir den Aufnahmezeitpunkt irgendwie genannt. Eine Rokot mit Sentinel 3B. Hallo. Hallo, den hatten wir doch schon mal, ne? Delayed from mid 2017. Ja, und November und bla. März und April. Ja. 6. April sollte die schon mal. Ja, naja. Ich hab da schon diverse Presseeinladungen für bekommen für das Teil. Aber es ist halt alles im S-Tech, also ist ein bisschen weit weg von hier. Und ja. Nicht in Darmstadt. Achso, wo ist S-Tech nochmal? Brüssel oder so, hä? S-Tech ist Niederlande. Ist am Niederlande war es. Ja, okay, Benelux, okay. Gut, Benelux. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, oder? Genau das. Ja, Erdbeobachtungssatellit. Natürlich ohne Lizenz von der NOAA. Weil ist ja Europa. Genau. Und die können dann die Oberfläche, die Meeresoberfläche und die Landoberfläche, die Temperatur der Landoberfläche, Sentinel macht doch aus über dem Meer, oder? Nee, der hier nicht. Ah, der hier nicht. Die messen die Ozeanoberflächentopographie und die Meer- und Landoberflächen. Aber die Sentinel 2 machen doch über Meer aus, oder? Das hat uns damals Bianca Hirsch so erzählt, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob das Bianca Hirsch war oder ob ich das mit dem Planet-Interview hatte. Da war ich nämlich auch dabei. Okay, wenn du das sagst, dann vertraue ich dir. Ja. Bianca Hirsch, die ja gesagt hat, sie macht jetzt nach der Mission Managerin von Sentinel 2 nichts mehr, aber die ist ja jetzt aufgestiegen, habe ich gelesen. Aha, okay. Bianca Hirsch, die hat jetzt einen neuen Job. Warte kurz. Jetzt finde ich das nicht. Die hat jetzt aber was Neues zu tun. Die meint, ich habe sie ja so mal gefragt, ja, was kommt nach Sentinel 2? Ich glaube, geht sie da in Ruhestand, also mehr wird sie da nicht mehr machen. Aber die hat jetzt was Neues. Was ist sie denn jetzt? Ich finde es jetzt gerade nicht. Ich habe da aber was gelesen. Vielleicht kann das uns jemand zuwerfen. Die hat jetzt was Neues. Fand ich ganz interessant. Okay. Nächster Start ist dann für den 5. Mai angekündigt. Darauf gehen wir dann ja, beim nächsten Mal. Ja, das ist Inside. Das ist auch was Größeres. Können wir länger drüber reden. Aber also ihr merkt, es geht wieder los. Es ist wieder Go-Fieber. Ja, und also wir sind ja durchaus auf Rekordniveau bei diversen Zahlen. Also die Chinesen haben jetzt, glaube ich, Start Nummer 11 hinter sich gebracht. Wird ja auch vieles nicht angekündigt.
Und SpaceX ist jetzt bei Startnummer 52 gewesen und dieses Jahr, 52 bei den Falcon 9 Raketen. Falcon Heavy wird hier jetzt extra gezählt. 6, 7, die haben jetzt 7 Starts dieses Jahr gemacht. Also es ist noch April, ne? Am 2. April hatten die so viele Starts gehabt, wie im ganzen Jahr 2015. Ja, ich sag euch. Also, es wird langsam, ne? Ich sag euch, das mit der Raumfahrt, das könnte noch was werden. Das könnte noch was werden. Man kann gespannt sein. Also, man müsste sich mal hinsetzen und irgendwie so Szenarien machen, wie könnte es in so und so vielen Jahrzehnten aussehen. Damit man dann irgendwie alles abdeckt, damit man mit den eigenen Aussagen nicht zu dämlich dasteht, wenn es dann nicht also Elon Musk hat gesagt, man soll nicht immer auf den Kalender schauen, sondern auf die Uhr, wenn es um Raketenstarts geht. Ja, irgendwann, also ich so langsam kommt es in die Richtung. Ich bin gespannt, wann das so kommt und was die Leute dann dort machen werden. Ich bin immer noch nicht so ganz überzeugt, also dass man mit Menschen zum Mars oder zum Mond fliegt, mit Sicherheit. Da bin ich mir sehr sicher, also so irgendwie so in den nächsten paar Jahrzehnten. Dass man dort eine Weile bleiben wird, wird man wahrscheinlich auch machen. Ob man da jetzt sagt, ja, wir wollen da oben leben und das jetzt nicht nur im Sinne von Forschungsmissionen oder so macht, sondern einfach nur sagt, ja, ich mach hier meinen Altersruhestand irgendwie auf dem Mond oder so. Oder auch nur so ernsthaft Tourismus außerhalb von vielleicht verschrobenen Milliardären oder Millionären, die ein paar Tage lang auf irgendeiner kommerziellen Raumstation von vielleicht nicht gerade dieser Aurora, aber vielleicht irgendeine andere machen wollen. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Das will ich erst noch sehen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob die ganzen Ideen, die auch SpaceX so mit WFR hat und wie weit New Glenn, wie weit das alles ausgebaut wird. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Aber da gibt es dann halt so zwei Varianten, ne? Da kannst du dann am Ende sagen, ja, ich habe es doch gleich gesagt, dass das nichts wird und SpaceX hätte bei der Falcon 9 bleiben sollen und BFR war ja sowieso scheiße oder das Ganze hebt halt alles total ab und BFR war die beste Idee, die man jemals haben konnte. Ich weiß es nicht. Also ich bin mir da echt nicht sicher. Gut, dann machen wir an dieser Stelle den Sack zu. Deckel genau. Drauf und verabschieden uns, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.